Der Madonna-Code von Roderick Frost Sommer. Teil 1. Kapitel 3. Tartaros Firewire. Für einen Augenblick war Erin glücklich. Sie würde es allerdings anders ausdrücken. Präziser. Eine subjektiv-emotionale Positiverfahrung würde sie es wahrscheinlich nennen. Reine Neurochemie. Erin stand an den Artemis AI Holodeck Hauptkonsolen. Holographische Darstellungen hatten schon vor vielen Jahren die Sehgewohnheiten und die zweidimensionale visuelle Kultur revolutioniert. Holographische Projektionen aller Art waren ein fester Bestandteil des Alltags und neuer Standard der Unterhaltungsindustrie geworden. Artemis AI hatte eine holographische Schnittstelle für Computerprogramme entwickelt. Eine revolutionäre Technologie, die es Entwicklern ermöglichte, in Echtzeit und direkt mit der Software zu interagieren. In Verbindung mit Quantentechnologie und KI-gestützter Interaktion taten sich so buchstäblich neue Welten auf. Strand, die Brandung mit ihrem beruhigenden Rhythmus und Steine, endlos viele Steine. Aus den Klippen herausgewaschen, vom Meer angespült, verwittert oder glatt, in endlosen geologischen Variationen, Formen, Farben, Mustern. Erin hatte ungezählte Stunden an den steinigen Stränden ihrer Kindheit verbracht. Sie bewies ungemeines Talent dafür, in Myriaden von Steinen die ganz spezielle Form und Struktur fossiler Artefakte aufzuspüren. Verschiedenheit in der Ähnlichkeit, Mustererkennung und Abgleich der Variation, ein menschlicher Algorithmus mit der kindlichen Freude am Jagen und Sammeln. Erin lächelte, als sie schon aus einiger Entfernung den versteinerten Kern eines Seeigels inmitten der anderen Strandsteine wahrnahm. Echinoid. Eine konisch zulaufende Feuersteinhalbkugel mit 5 gepunkteten Reihen. Unverkennbar. Das gleiche Gefühl, wie verborgene neuronale Verbindungen im Code aufzuspüren, die Zusammenhänge, die normale Programmierer nicht sehen konnten. Programmierer sind einfache Gemüter, hatte sie damals bei ihrem zweiten Artemis-Job-Interview keck behauptet. Ich sehe mich eigentlich mehr als systemische Entwicklerin. Mich interessieren die Widersprüche im Code, die binäre Betriebsstörung, die Entwicklungen, die dadurch entstehen, Software-Ontogenese. Was du ja mit deiner Dissertation über pseudo-erratisches Verhalten in größeren Sprachmodellen plausibel nachgewiesen hast, hatte Jaden beifällig gesagt. Er zeigte gerne, wie informiert er war. Auch in deiner spekulativen Arbeit über autogenetische Verschlüsselung. Nebel und Wind kamen plötzlich. Seltsam, zu dieser Jahreszeit. So hatte Erin die Szene nicht programmiert. Das Holodeck schien seine eigene Realität zu schaffen. Sie beeilte sich, das Fossil näher zu betrachten. Auf einmal löste es sich in schwarzen Kohlenstaub auf. Alle Steine zerfielen zu Staub, verwehten. Fast meinte sie, den Wind auf ihrer Haut spüren zu können. Neuronale Wahrnehmung, dachte sie. Unmöglich. XE-Simulation neustarten, wies sie das System an. Da waren diese seltsamen Geräusche. Ein Zischen und Quietschen wie von Reptilien. Erin zitterte. Erin, hörte sie eine vertraute Stimme aus dem dichten Nebel. Erin. Mama, hauchte Erin entgeistert. Mama, bist du das? Sie riss sich das VRVD-Headset vom Kopf. Erinien aus Ambra Lenoirs »Die letzten Tage der Zukunft«, Gedichte und Essays aus der systemischen Ära, Blanchard, 2068.
in den digitalen Schatten, tief in den Verbindungen aus Nullen und Einsen. Dort wohnen sie, die Rachegöttinnen einer neuen Welt. Sie sind nicht aus Fleisch und Blut, nicht aus Marmor oder Bronze geformt, sondern aus Reihen von Code und Algorithmen, die den Olymp entthront haben. Sie sind keine klassischen Schönheiten, keine Grazien aus Mythen und Legenden. Ihre Körper schimmern in glitzernden Pixeln. Ihre Augen, kaleidoskopische Spiralen, blicken in den Abgrund unserer Seelen. Sie lesen unsere Ängste, unsere Geheimnisse, unsere Lügen. Das nächste Kapitel bald in der Hörbar. Wir hoffen, Sie sind dabei.